Willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun. Ich habe einen Termin, hier habe mich schon hergerichtet, hübsch gemacht und dann geht's los. Meine Küche habe ich gar nicht aufgeräumt, von gestern noch. Kann warten, ich muss zuerst meinen Termin erledigen. Genau, und ja, da bin ich in der Stadt. Da möchte ich kurz zu New York reinschauen, mal schauen, ob ich es schaffe zeitlich. Ich habe jetzt einiges gefunden bei New Yorker. Natürlich habe ich was für die Millie auch mitgenommen. Daheim schauen wir uns das mal an. Ich war jetzt nur beim New Yorker. Ich wollte eigentlich ein bisschen was filmen, aber leider mit einer Kamera unmöglich. Sobald man die Kamera rauszückt, schauen alle so, was filmt die, mich. Und es sind wirklich viele Kinder, Families unterwegs, weil ja Ferien sind. Genau so. Ja, genau. Naja, egal. Ich war ja nur beim New Yorker. Mehr ist ja auch nicht passiert. Ich hatte ja nur einen Termin hier. Und dann schauen wir mal meine Einkäufe an. Ich habe mir so Boots gekauft. Die kosten 17 Euro. Genau. Aber noch 20% habe ich Nachlass bekommen, wenn man sich über die App, also eine App runterlädt und so weiter. So ein Willkommensgeschenk. Ein Rock ist das. Und ein Oberteil dazu. So ein Pulli, so ein flauschiges, nochmal so ein Pulli mit V-Kragen, eine Jacke, ja, kann man Jacke nennen, ja, die hat mir so gut gefallen, die Farbe. Und dann so ein Unterziehrolli habe ich mir gekauft, ja, so unter Pullis und so weiter anzuziehen. Und diese Tasche, die hat mir so gefallen, also für 17 Euro minus 20% kann man sich das kaufen, ja. Und, so ein Kuschel Pyjama für die Millie. So kuschelig, guck mal, die ist so schön. Ja, auch mit 20% Rabatt. 15,30 minus 20% Rabatt, so 24 Euro, denke ich mal. Genau, das ist meine heutige Ausbeute, was ich eigentlich nicht wollte, aber ich konnte nicht widerstehen. Ja, wenn so Geschäfte in der Nähe sind, dann geht man halt mal rein. Komm. So. Alter ist heute nicht gut drauf. Nein. Alter? Nee, was ist? Der will immer irgendwas machen und ich weiß nicht, was er will. Ja, rausgehen. Raus können wir nicht mehr gehen. Es ist dunkel. Vorsicht, komm. So, und jetzt machen wir eine Penny-Tour mit Altai, weil Penny hier in der Nähe ist und ja, dass auch Altai ein bisschen Beschäftigung hat. Und nachher tun wir noch ein bisschen spazieren draußen. Altai hat eine Breze in der Hand, das liebt er. Ja, genau. Was Besonderes gibt es jetzt nicht. Was ich brauche. Hauptsache ein bisschen rumlaufen. Dass Altai auch ein bisschen beschäftigt ist. Hey, Altai, schau mal, da gibt's noch. Was ist das? Ein Zipfelmensch. Oh Gott, kenne ich gar nicht. Ein Zipfelmensch. Oh ja, okay. Und hier gibt's noch Nikoläuse, den Weihnachtsmann gibt's auch noch. Und Weihnachtssachen immer noch. Die sind noch gar nicht reduziert irgendwie. Naja, keine Ahnung. Aber egal. Also hier sind Kinderpingui mit Erdbeergeschmack und Mischnitte im Angebot. Die nehmen wir gleich mit. Joghurt. Ja, griechische Art. Ja, ich glaube die hier. Altai zeigt schon nach Spielzeugen. Wahnsinn, wie der das gleich erkennt hier. Ich dachte, ich schaue mal die Angebote hier auch an. Altai, nein. Es war Weihnachten, du hast alles, das heißt, wir kaufen jetzt kein Spielzeug. Zu viel ist auch nicht gut, Maus. Okay? Altai, Milch für Baba. Ja, laktosefrei, Evett. Wunder. Genau, die brauchen wir. Und jetzt ein bisschen um die Häuser ziehen. Im Winter ist es nicht einfach, Kinder zu beschäftigen. Ja, mit ein Jahr schon zweimal nicht. Da kann man nicht raus auf den Spielplatz oder mal in den Garten oder so, weil es kalt ist. Da muss man halt zweimal am Tag spazieren gehen. Ilka war heute Mittag und ich habe gesagt, komm, den Abendspaziergang mache ich. Dann kriegt er frische Luft, da kann er besser schlafen. Ja, mir macht Spaß. Das Wetter ist auch nicht kalt, es ist angenehm. Ja, es ist Winter, aber es ist jetzt nicht so, dass man friert oder so. Genau, und so 15 Minuten werde ich jetzt noch rumlaufen und dann gebe ich Altai bei den Eltern ab. Dann geht's für mich nach Hause. Der nächste Laden hier gleich bei denen ist Edeka. Also die haben alles um sich rum. Ich finde, die haben echt schöne Gegend ausgesucht, wo sie ihre Wohnung gekauft haben. Aber Altai, wir gehen jetzt da nicht rein, okay? Wir brauchen jetzt keinen Laden. Wir schnappen lieber frische Luft. Und hier wird immer noch weiter gebaut in der Gegend. Auf jeden Fall. Ist halt ein Neubaugebiet.
Das ist ja mal mega hier. Kann man die Hände reintun? Sowas hatte ich gar nicht zum Lesezeiten. Was alles gibt. Und wir machen immer Blödsinn, wenn wir spazieren gehen. Altai, bum, bum, bum. Altai, Vogele. Jetzt lacht er nicht. Vorhin hat er schon gelacht. Altai, buh. Buh. Hallo. Leiden. Oh mein Gott. Ach, da ist noch einer. Ja, ja. Echt? Ja. Wie viele Jungs sind das jetzt? Zwei Jungs? Zwei Jungs. Okay. Welche sind schüchtern jetzt von den Jungs? Du, oder absolut, welche? Die sind absolut alle gleich. Alle total gleich? Total neugierig und die scheißen sich um nichts. Echt? Ich lasse die mittlerweile schon auf Nacht zu, die Hunde. Echt? Ja, ja. Oh, das ist ja cool. Das baue ich alles ab. Okay. Die sind jetzt schon stubenrein. Okay. Ich lasse aber immer gern ein bisschen Woche drüber. Ja, okay. Dann bin ich sicher. Dann lasse ich die raus, dann sind die überall schon. Die schlafen dann auch mit Hunden und alles Mögliche. Oh, ihr Sisi! Also zwei gehören uns auf jeden Fall, gell? Nur zur Info. Ich fahre keine 160 Kilometer umsonst. Oh, darf ich die Mama auch streicheln? Ja, natürlich. Die Mama ist wie Smokey. Oh, ihr Sisi, nicht ob das so sein. Ich liebe euch. Das ist absolut schüchtenlos. Also echt? Ach, neugierig. Du bist ein Mädel? Traut sich was, ne? Du bist ein Mädel? Und du bist ein Junge, du kommst zu uns. Na du? Bist du meins? Oh, schau, er ging jetzt immer nach oben, weil er noch mal... Er steigt halt noch in deinen Nacken. Oh, wo bin ich, Chokseki? Du. Ja, du. Guck mal. Da, wie die gucken. Oh nee, diese Blicke machen einen schon schwach. Man kann dann nicht ja, da kann man doch nicht widerstehen, gell? Wir sind jetzt wieder zu Hause. Was denkt ihr, wie wir uns entschieden haben? Haben wir uns für die Kitten entschieden oder nicht? Ich würde sagen, lasst euch überraschen, aber die waren so, so süß. Der eine, der Kater, der kleine, der wollte schon gar nicht weg. Der war hier auf meinem Hals. Der wollte nicht weg, der wollte einfach nicht weg. Und oh. Also verliebt haben wir uns schon, muss ich ehrlich gestehen. So süß. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie süß die sind. Du, Silas, was sagst du dazu, dass du neue Freunde bekommen würdest? Ha? Ha? Das wäre doch so süß, ha? Zwei neue Freunde im Haus, ha? Würdest du es machen? Ha? Würdest du es mitziehen? Naja, ich hoffe es. Also ich habe mein Video heute, also zwei Tage in meinem Vlog gemacht, weil ich euch noch mitnehmen wollte zu den Kitten, dass ihr es auch seht. Und also wir sind einfach Siam-Kater-Lauer, muss ich sagen. Siam-Katzen, also sind die besten irgendwie für uns schon, weil wir es so kennen. Naja, also lasst euch mal überraschen, was kommt die nächste Zeit, ob wir es nehmen oder nicht. Er hat ja auch Hunde, also Labradore, also die tut er auch züchten. Wer weiß. Okay, also meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Also gern unseren Kanal abonnieren und das Video liken. Tschüss!